Hi Freunde, willkommen zum nächsten Test. Wir testen die Kistenteufel von Beko. Wir haben hier drei kleine Fontänen in dieser Pappschachtel und haben alle drei unterschiedliche Effekte. Auf die ganze Packung ist eine NIN-Angabe von 165 Gramm. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir gleich mal raus zur Zündung. Achso, übrigens preislich kostet das Set zwischen 6 und 7 Euro, je nachdem wo ihr kauft. Also Freunde, bis gleich draußen zur Zündung. So, wir testen jetzt hier noch für euch die Kistenteufel. Wir fangen an mit der Gold-Blink-Fontäne, den Krampus. Okay, schöner Name. Krampus. Ja, eine schöne sortenreine Goldfontäne. Dann machen wir weiter mit der Belzebub und zwar mit blauen Sternen. Ich denke mal Gold mit blauen Sternen. Oh. Ja, der Wind ist jetzt natürlich schlecht, aber das sieht echt gut aus. Ja, also das war jetzt bis jetzt mein Favorit. Also da waren sehr viele blaue Sterne drin. Und jetzt haben wir noch den Feuerputz. Das ist mit roten Blinksternen, ähnlich der Leslie Red Blink. Nur halt als kleine und süße. Ja Freunde, also dieses Set von Beko kann ich euch wärmstens empfehlen für knappe 6 Euro. Auch ganz gut. With the